So, der Ragnar ist spät dran und der Ragnar nimmt die Folge auf den letzten Drücker auf. Und das heißt, ich bin ein bisschen kaputt und ich hab's nicht geschafft. Und wenn Ragnar kaputt ist, macht Ragnar Fehler. Und wenn Ragnar Fehler macht, wird das witzig. Also mitkommen in 3, 2, 1, ab geht's. So, ich habe heute Nachmittag schon mal ein bisschen gespielt und wollte da eigentlich auch eine Aufnahme machen, aber es ist aus irgendwelchen Gründen hat das alles nicht funktioniert und da sind mir ein paar komische Sachen aufgefallen. Zum einen steht hier alles still, was mal irre komisch ist, denn das lief immer alles völlig problemlos. Da hatte ich mich auch schon dran gemacht, habe geguckt, woran es liegen könnte. Es liegt hier an diesem dusseligen Splitter, der aus irgendeinem Grund hier ein Band ins Nix hat, aber das ist... an einem Grund und der aus irgendeinem Grund festen Biotreibstoff nicht nach links gibt. Obwohl das soll. Was seltsam ist. Ne, und alles Unbestimmte geht irgendwo anders hin. Das nehmen wir mal einfach raus. Machen wir nix. Reißen das hier einmal ab. Und läuft immer noch nichts, wie wir sehen. Super gut. Wir nehmen entsprechend auch nochmal. Was haben wir hier liegen? Wir haben hier Stahl liegen. Aus irgendeinem Grund, warum auch immer es hier liegt. Und wir haben hier festen Biotreibstoff. So. Dann schließen wir das mal nochmal ab. Dann sollte es... Läuft es immer noch nicht. Super gut. Warum auch immer. Ne? Ich weiß auch nicht, warum hier andere Sachen überhaupt drauf liegen. Ist mir ehrlicherweise ein absoluter... Achso, den Stahl habe ich bekommen, weil ich natürlich gerade das Fließband abgebaut habe. Aber wie ihr seht, liegt immer noch nichts. Da kommt nur fester Biotreibstoff, der eigentlich nach da geht. Und dann da eigentlich zusammenlaufen sollte. Aber da passiert einfach nichts. Warum auch immer. Das Ding lief über etliche Folgen hinweg einwandfrei. Und jetzt eiert der hier rum. Ne? Hier sollen die Blütenblätter durch. Da werden meine Farbpatronen produziert. Und hier wird eingelagert. So, das heißt, wir reißen jetzt hier einmal den ganzen Schlons weg. Das hier auch nochmal. Zack, und setzen dann nochmal einen neuen intelligenten Splitter hin. Damit hier erstmal meine ganze Lagerwirtschaft wieder funktioniert. Was ja irgendwie schon essentiell wäre in einem Zentrallager. So, das geht nach da. Das geht nach da. Und dann setzen wir hier noch zwei zwischen. So. Jetzt läuft das da alles gerade durch. Nee. Linker Ausgang. Fester Biotreibstoff bitte. Mitte. Blütenblätter. Zack, und jetzt sollte das ja alles wieder rennen. Jetzt habe ich hier natürlich schön meine Anlage verstopft. Super. Wird das irgendwo vorgepuffert? Nö. Noch viel besser. Aber wo ist das jetzt hingelaufen? Okay, hier sind Sachen drin, die hier nicht drin sein sollten. Die verdauen wir mal. Fix. Hier noch irgendwas wegschmeißen. Was bräuchte ich denn jetzt gerade nicht? Ne, wir haben nämlich danach gleich noch das nächste Problem. Das wird noch alles viel kriseliger. Hier, scheiß auf Holz. Obwohl Holz ist wertvoller als das hier. Komm, die Scheißdinger kommen weg und dann ist gut. So, das läuft erstmal wieder. So weit, so gut. Wir können hier wieder dicht machen. Und meine ganze Anlage rennt wieder. Hier läuft alles durch, hier läuft alles sauber. Sehr schön. So, und dann ist nach etwa... eine Stunde, nicht ganz eine Stunde, der nächste Scheiß passiert, nämlich meine gesamte Stromversorgung ist ausgefallen. Und da habe ich mir gedacht, jo, gehst du mal gucken, woran es liegt. Und es lag tatsächlich an den Treibstoffgeneratoren. Und aus irgendeinem Grund wurde die Verladestation nicht mehr abgepumpt. Und bevor das diesmal passiert, ich habe dann ausgemacht, um zu speichern, dann habe ich mir gedacht, das ist ja ganz clever. Und wollte jetzt mit euch zusammen gucken, woran das denn liegen könnte. Der Zug stand aus irgendeinem Grund da an der Basis dämlich rum und hat nichts gemacht. Ne? In den Dings waren aber, in dem Bahnhof waren aber 2400 Treibstoff drin. Das hatte ich schon weggesäbelt, dass es mir auf den Sack geht. Das auch. So viel kleine Pflege gemacht so nebenbei.
Aber nein, alles für den Arsch. So, und dann gucken wir doch mal, dass wir jetzt mal nicht sterben. Sehr gut. Zack, zack, zack. Zit. Zit. Ich finde das Ding immer noch geil, ne? Absolut genial. Wie auf den Trichter gekommen ist, also der sollte bei den Jungs befördert werden. Zip. Man könnte hier Meisterschaften mit dem Ding machen. So, dann gucken wir mal, ob der diesmal auch hier steht. Ich habe den wirklich alles versucht. Ich habe den Bahnhof wieder abgerissen und so weiter und so fort. Ja, hier ist genau das gleiche. Es hängt einfach fest. Aber immerhin sagt er diesmal nicht, er hat keinen Strom. Noch haben wir den nämlich. So, den machen wir mal einmal aus. Und dann fahren wir mal weiter. Wir fahren aber zurück. Wir wollen ihn hier noch ausladen. So, rückwärts. Zack, und dann schalten wir mal einfach den Autopilot wieder an. Nächster Halt Mill City, ist okay. Und Autopilot aktiviert. Mal sehen, was passiert. Ob das diesmal wieder läuft, weil ich habe keinen Bock drauf. Da ist es schon passiert. Er bremst noch, aber jetzt will er natürlich nicht entladen. Verdammte Kacke. Aber hier ist das gleiche Problem wieder. So, der steht und jetzt passiert natürlich gar nichts mehr. Verdammte Scheiße. So, jetzt gucken wir mal einmal. Der hat 2400 drin. Der hat 2400 drin. Und wie ist mit dir? Du bist gar nicht ansprechbar. Das ist ja noch viel besser. Denn von hier kommt eigentlich unser Treibstoff. Okay, hier hat anscheinend das Update einmal das Teil hier zerknüttelt. So, was jetzt natürlich äußerst Mist ist. Ja, hier hat er auch... Hä? Nichts drauf, ist ja auch gut. So, wie regeln wir das jetzt? Erstmal brauchen wir wieder Treibstoff in der Hütte. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Puffer. Und können hier jetzt keine Pipeline bauen. Das ist schon mal ganz schlecht. Zip. Und regeln hier. So. Das Ding pumpt jetzt natürlich auch nicht, weil er keinen Strom hat. Das müssten wir aber fix mit dem Generator gelöst kriegen. Da ist auch ganz viel drin, da ist auch ganz viel drin. Das ist eigentlich alles voll hier. So, das heißt, wir müssen mal einmal den Bahnhof hier komplett loseisen und müssen den mal einmal durch Strom setzen. Wie viel Strom brauchst du denn? Wie viel Strom braucht Bahnhof? Wer sagt mir das? Bahnhof? 50 Megawatt, ja, das ist ja nicht die Welt. Das kriegen wir mit ein paar Treibstoffgeneratoren relativ flux hin. Strom. Biomassebrenner. Zwei Stück. Ja, schnell gemacht. Nummer 1 und... Ach komm, ehrlich jetzt. Und Nummer 2. Einmal so, einmal so. Warum habe ich die Gleise weggenommen? Weil sonst die Gleise den Strom natürlich ins ganze Netz einspeisen. So. Brauchen die Waggon-Dinger eigentlich auch? Da wäre ich jetzt mal gerade ins... Ja, die brauchen auch jeweils 50. Dann haben wir ein bisschen mehr, ne? Das sind jeweils 50. Wir haben dann 250, die wir irgendwie ans Laufen kriegen müssen. Okay. Okay, okay, okay. Wie viel bringt ihr raus? 30. Das ist doch ein bisschen mehr. Das machen wir mal anders. Unsere Kohlemeiler hier sollten ja eigentlich alle einwandfrei laufen. Wasser haben die auch erstmal genug. Das heißt, wir klemmen die hier einmal ab. Nur daran denken, die nachher wieder ranzubauen. Weil eigentlich haben wir auf der Ecke hier mehr als genug Strom. Und da nehmen wir einmal ihn hier. Und geben das einmal darüber. Und dann schmeißen wir das alles einmal an.
Ich sollte mir echt mal eine Leiter hier bauen. Das ist ja irre ätzend. So. Dann gucken wir mal. Verbrauch ist natürlich massiv runter. Und dann brauchen die Pumpen wahrscheinlich nochmal irgendwie Strom. Ne, er pumpt raus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aus irgendeinem Grund läuft hier jetzt auch wieder alles. Obwohl das nicht vernetzt ist. Und ihr müsstet jetzt langsam wieder Treibstoff bekommen. Durchfluss 0. Ja, Pumpe läuft nicht, stimmt's? Ja. Du kriegst einmal kurz von woanders. Einmal so und einmal so. Und dann fangen wir an zu hämmern hier. Rödel, rödel, rödel. Sehr schön. Das heißt, die Brenner müssen jetzt auch wieder kriegen. Ja, kein Strom, ist klar. Ist klar, ist klar. So, der fühlt sich. Der fühlt sich. Der fühlt sich. Beziehungsweise leeren sich wieder, aber das ist ja total lax. Das kommt ja langsam alles rüber. So. Es muss ja eigentlich nur eine Runde lang halten. Hm. Ich bin gespannt. Ist untätig. Sollte aber Treibstoff. Hier ist ja alles leer. Warum ist hier. Ja, weil die Puffer erst müssen, ne? Da läuft voll. Durchfluss war auch mal besser. Ja, immerhin 50, 27. Na, wir versuchen das mal. Wir schmeißen mal den Rest mit an. Ja, die paar Kohlekraftwerke sollten nicht das Problem sein. Das läuft. Klingt erstmal ganz gut. Dann schließen wir jetzt den Zug hier wieder an. Sobald der hier nämlich weggefahren ist, werden wir den Bahnhof hier einmal rausreißen und da einen neuen reinsetzen. Denn ich glaube nicht, dass ich das irgendwie anders gelöst kriege. So, da hoch. Sehr schön, der fährt auch gleich los. Perfekt. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir den hier anwählen können. Jetzt können wir ihn wieder anwählen. Und hier ist immer noch alles voll. Warum läuft der nicht leer? Warum läuft der? Ich mach mal hier so ein Rückschlagventil, glaube ich, rein. Kann ich die gerade bauen? Habe ich genug da? Logistik. Ventil. Genau, nur nach da bitte. Zack. Also Ventillimit ist total wurscht. Aber er sagt jetzt erstmal nur, du fließt nur noch in eine Richtung. So, das Ding ist aber immer noch voll. Und gibt hier nichts ins System rein. Das ist doch scheiße. Wir reißen mal das einmal weg. Immer noch voll. Das auch mal einmal weg. Und das am richtigen dran. Ja, eigentlich der Ausgang. So. Fließt immer noch nichts ab. Hier ist aber ein Durchfluss von. Ah, jetzt sinkt's. Wie kann das denn sein? Also wie kann was abfließen, aber hier nicht sinken? Ist halt irgendwie strange. Und du bist natürlich radikal leer mittlerweile. Wahrscheinlich ist viel zurückgeflossen oder so. So, das heißt, ich kriege hier ziemlich bald ein ziemliches Problem. So, wir reißen das mal einmal ab und gehen mal einmal hier rüber. Zip. So, haben wir dann auch Durchfluss, sogar ziemlich viel. Und jetzt kommt es da raus. Ja, super. Ach, ich war hier am Eingang. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ja gut, sollte aber noch ein bisschen was nachgeflossen sein. Ich habe Hoffnung. Ist genug angekommen? Ja.
Ich war ein Idiot. Okay. Fließt jetzt aber. Gut, das heißt, wir sollten das auf jeden Fall überbrücken können, bis wir... Zack. Nichts. Okay, hier habe ich einfach nur falsch angeschlossen. Das war eben das Problem. Guti. Reißen wir mal die Wand weg. Setzen hier mal einmal... Ja, natürlich. Ist doch zum Kotzen. Da hoch. Das weg. Und dann pumpt das jetzt durch hier. Warte mal, die Pumpe läuft doch jetzt eigentlich gerade weiter, oder? Fahren wir sie. Da ist die blöde Pumpe. Warum geht die denn mit aus? Die Kohlemeile hängt noch da gar nicht mehr dran. Ach doch, über die Zugverbindung. Scheiße. Das ändern wir mal kurz. Das ändern wir mal kurz. So. Dann lassen wir nämlich einfach einmal den Speicher da leer laufen. Dann sollten wir zumindest vorübergehend genug haben. Läuft. Keine Abnehmer. Sehr gut. So, die Pumpe hämmert durch. Die werden befüllt. Wir warten jetzt einmal, bis der hier leer ist. Was natürlich ein Augenblickchen dauert. Was aber erstmal gar nicht so schlimm ist. So. Ich würde sagen, bis das geschehen ist, verzauber ich euch mit ein bisschen Schnittmagie. So. Und da ich ein ungeduldiger Mensch bin und nie bis zum Ende warten kann, setze ich jetzt einfach schon wieder ein. Wir haben jetzt hier noch 850 drin. Das heißt, ein Großteil ist rausgeflossen. Und sollte die Generatoren wieder speisen. Das heißt, wir schmeißen hier alles wieder an. Ziehen die Gleise wieder ran und hoffen aufs Beste. Und ja, bei meinem Glück hören wir gleich beim weiteren Verlauf des Videos einfach, wie all wieder alles in die Binsen geht. Aber ne, meine Güte. Ihr kennt es ja von mir mittlerweile fast nicht anders. So, einmal hier oben ran. Zack, das hätten wir erledigt. Und das heißt, wir können uns jetzt endlich an unsere eigentliche Aufgabe machen. Denn wir sind immer noch bei den modularen Motoren und haben ein Stockwerk jetzt nach dieser sehr verhunzten letzten Folge, nennen wir es so. Alles soweit fertig, dass wir hier weitermachen können. Hier habe ich immer noch nicht die Hypertubes wieder rangespackst. Das sollte ich nochmal nachholen. Ich renne jetzt schon seit mehreren Folgen immer zu Fuß lang, wenn ich hier irgendwas mit brauche. Und so langsam nervt es mich. Aber gut. Kleinigkeiten. Kleine, ja, dieses Grünzeug überall. Meine Güte. Es ist echt unerträglich. Update 4. Ne? Und ich spiele nicht so viel und deswegen ist hier immer noch alles voll geschissen. Meine Güte, nee. So, den Rest können wir mit der Tube machen. So, also, was steht heute an? Heute steht, kann ich hier ins Bauen? Kann ich nicht. Wir haben fertig die Statoren. Wir brauchen jetzt also noch Platinen. Da habe ich auch schon mal angefangen, das Ganze ein bisschen vorzubereiten. Ich habe die Plastikzufuhr schon mal weitestgehend soweit fertig, dass wir damit arbeiten können. Ne, da müssen noch ein paar andere Sachen erledigt werden, so wie die, ich glaube, schwere modulare Rahmenbras waren es, die wir brauchen. Schwupp, ist das richtig? Nee, es ist nicht. Zurück. Wir brauchen die modularen Motoren. Es ist spät. Egal. Also, schwere modulare Rahmen und Computer brauchen wir. Da muss ich die Zufuhr noch bauen. Das ist bisher noch nicht erfolgt, aber das sollte ja auch nicht das Riesending sein. Ne? Also wie gesagt, das ist alles schon mal vorbereitet. Da sind auch schon mal die Einlässe für die Computer und die modularen Motoren. Modularen Rahmen. Mann! Und da oben kommt der Restplastik. Ansonsten kommt alles hier sauber raus. Geht in dieses Türmchen rein. Führt den hier nach rechts rüber. Und wird dann hier runtergefördert. Ich hatte ja erst hier vorne so ein
Fördergerät dran, das lassen wir noch stehen hier. Aber das sah einfach absolut scheiße aus, deswegen habe ich das hier jetzt nebengebaut, was immer noch scheiße aussieht, aber weniger kacke ist, das werde ich wahrscheinlich nochmal nach oben irgendwie umbauen. Aber erstmal kann das so bleiben und erstmal liefert uns das die Rohstoffe, die wir jetzt auf jeden Fall brauchen. So, hier hatte ich euch beim letzten Mal noch das Ergebnis gezeigt. Das hat sich mittlerweile alles, ist mittlerweile alles vollgelaufen. Und hier kommt auch schon unser Kupfer, das wir jetzt nämlich auch brauchen. So, denn wir bauen jetzt, ich meine, im Fabrikator geht's. Hier nämlich unsere Platinen. Dafür brauchen wir Kupferblech und wir brauchen Kunststoff. Kunststoff kriegen wir auf jeden Fall rein, wenn auch nicht so regelmäßig, wie ich das gerne hätte. Und Kunststoff brauchen wir 15 Kupferblech pro Minute. Das ist eigentlich gar nicht das Ding, ne? Kupferblech braucht Kupferbarren und zwar 10 pro Minute. Da kommen dann 15 raus, 20 raus, 10 raus. Meine Güte, Müller, ey. Das heißt, wir brauchen zwei mit jeweils 7,5. Wie haben wir denn hier Platz? Wir haben hier eigentlich mehr als genug Platz. Wir müssen nicht schon wieder so eng bauen. Also, zwei Konstruktoren mit Kupferblech. Halt, brauchen wir nur 3/4, 75%. Und das gleiche hier, Kupferblech mit 75%. Zack. Und die brauchen insgesamt 40 Kupferbarren. Echt jetzt? Komm schon, was habe ich denn hier schon? Ist für Müll drin, ey. Die weg, die von mir aus auch weg. Und dann liegt der Scheiß hier nicht herum. So, ein Schmelzofen hämmert raus. Wie viel? Komme ich mit 2 aus? Kupferbarren 30 pro Minute. Und ich brauche ja nicht ganz so viel. 3/4 davon sind 15. Das heißt, ich brauche 30 und die kommen hier aus einem raus. Perfekt. Das ist ja der Wahnsinn. Hätte der stehen bleiben können? Ja, hätte er. Obwohl, na, ja doch, eigentlich ist es in Ordnung. Aber so, setzen da einfach nur einen Splitter ran. So. Und so. Verbinden den ganzen Schmodder. Das ist ja hier jetzt echt schnell gemacht eigentlich. So, so und so. Habe ich Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich gedrückt. Meine Güte. Müller macht das nicht so spät abends, das ist keine gute Idee. So, 30 kommen raus. Dann können wir uns die hier jetzt abholen. Wir bleiben, glaube ich, mal so ein bisschen erhöht. Habe ich das wieder mit so einem Dings hier? Nee. Oder? Habe ich hier genug Platz? Kann ich hier rumziehen? Ich überlege einfach alles ein weiter rüber, dann können wir hier so einen Versorgungsgang komplett langziehen. Über die ganze Breite. Dann lassen wir das hier nämlich einfach ein Stockwerk höher rauskommen, oder zwei. Und liegen dann über dem hier schon drüber. Ja, so machen wir das. So, Mokwedes. Du weg. Du weg. Ja, muss alles noch höher hier. Scheiße. Aber gut, ist nun mal so. Wir machen mal 4 hoch. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Platz nach oben. So. Das jetzt trotzdem scheiße. Das ist ein Stockwerk Höhe. Das ist zwei Stockwerke Höhe. Und dann sollte, muss ich hier echt nochmal so ein Ding hinsetzen. Scheiße. Ist das die richtige Höhe? Meh. Verkackt. Müller, mach sowas nicht abends.
bist du einfach nicht gut drin. So, dann stimmt schon mal die Höhe. Ja, wieso sollte es nicht sein? Ja, natürlich. Weil ich immer nur am Fluchen bin. Ist ja nun wahrlich nichts Neues. Das ist ja nun wahrlich nichts Neues. Warum passt das jetzt da nicht hin? Achso. Ach komm schon, ehrlich. Steht da wieder so ein blödes Förderdings rum. So ein. Und jetzt noch die Höhe hinkriegen. Das klappt doch nie im Leben. So, bitte. Eventuell gerade. Nein, ein zu hoch. Okay. Nochmal bitte. Ich hätte jetzt einfach daneben einen wegreißen sollen. Das sieht gut aus. Sehr schön. So, so. Und dann haben wir da schon mal das Kupfer. Goodie. Das heißt, der Scheiß hier kann weg. Das bleibt stehen. Und das kommt weg. So, mein Inventar ist so voll geschissen, dass ich da echt nichts mehr reinkriege. Ist ja unglaublich. So. Höhe müsste stimmen. Oh, das gute alte Problem Perspektive. Kommt das hin? Ja, das müsste hinkommen. So. Dann verschwindest jetzt erstmal du. Wir machen hier schön eins nach dem anderen. Da auch nochmal das Fließband weg. Und die gleiche Höhe bitte. Wattengefrickel. Na, da. Scheiße. Scheiße. Müssen wir nochmal einbauen. Okay. Aber da haben wir ja zumindest die Höhe noch ungefähr. Das mittlere Stück ja reingelassen. Und so kommt's hin. Sehr schön. Ab nach oben. Und. So und. So. Oder? Ja, müsste hinkommen. So, dann dieses ganze Ständerwerk wieder weg. Einfach weil es hässlich ist. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Sehr schön. Du auch mal weg. Nochmal ein Förderlift hin. Ja, du auch weg. So, wenn es dann besser geht. Die richtige Höhe. Die richtige Höhe. Mache ich den einen auch dazu flach? Der ist doch auch zu flach. Oh. Wirk, ey. So, ist zu flach. So schön's. So. Dagegen. Oh. Müsste jetzt auch hinkommen. Darüber und da haben wir eine saubere Kurve. Sehr schön. Passt, wackelt und hat Luft. Oh, ich kriege einen Schokoriegel. Ist das nicht lieb? Und meine Facecam funktioniert nicht. Warum funktioniert meine Facecam schon wieder nicht? Mann, ey. Aufmachen. Wow. Pudelum. Pudelum. Mal gucken, ob sie gleich wieder angeht. Oh Mann, ey. Das ist ja alles nicht wahr. Ja, hier zeigt er auch nichts an. Schön. Schön. Schön, wenn nichts funktioniert. Tü. Mal sehen, was sie gleich sieht. Ich bin gespannt. Warte auf USB-Verbindung. Ach, guck mal. Ein Müller. Guten Tag, da bin ich wieder. Passt das halbwegs? Ja, ne? Gut.
Einmal unprofessionell für 5. Super. Aber ihr habt wieder ein Bild von mir, ist doch auch schön. So. Und ihr musstet nicht mit angucken, wie ich meinen Schokokrieg gefressen habe. Noch viel besser. Gut. Ach, halt die Klappe. Sei nicht mehr so gemein zu mir. Nein, darfst du nicht. Wie kommst du darauf, dass du das darfst? Es gibt keinen Grund dafür. Was hast du? Aha, nenn mir einen. Das ist kein guter Grund. Den nehme ich so nicht an. Doch, da machen wir... Ah, ja, das finde ich gut. Da machen wir die. So, ich vermute, meine Zuschauer haben nichts von dem gehört, was du gesagt hast. Von daher ignoriere ich das einfach auch. Ne? Ich glaube, das ist die beste Idee. So, damit wären wir da oben. Da machen wir Wand hin. Und dann sind wir hier tatsächlich mittig. Das ist ja herrlich. Machen wir Glasboden oder machen wir normalen Boden? Ist hier erstmal noch egal. Wir müssen da eh erstmal. So, dann können wir das hier rumziehen. Kommen wir vielleicht oben sogar lang? Das wäre. Da muss ich nicht mal versetzen. Das ist ja super. Das ist ja mega. Und das im Hintergrund, meine Damen und Herren, ist das Abendprogramm meiner Frau. Mal gucken, ob YouTube was dagegen sagt. Ja, wahrscheinlich. Ist es nicht schön, wenn sie mich auf der Appellebene wahrnimmt? Herrlich. So. Hier haben wir den nächsten Ausgang. Zack. Hier die Stütze brauchen wir da, glaube ich, gar nicht. Die können wir uns klemmen. Und dann haben wir ja auch schon das Kupfer zumindest fertig. Ach doch, die Stütze brauchen wir. Obwohl. Wir müssen erstmal die Stützen hier bauen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Eigentlich kennt ihr das schon, aber ich zeig's euch gerne nochmal. So, ein bisschen weiter. Und dann lüpft das hier so lang. Wir machen mal gleich so weit, wie wir können hier hinten. So. Das sitzt. Das Band kommt aber wieder weg. So. Und das Band kommt auch weg. Und wir lassen nur diese vermaledeiten Ständer stehen. Die brauchen wir nämlich gleich noch. Wir gehen hier auch wieder bis nach hinten ran. Das war einer zu weit. Mist. Nacken. Ich kann es auch einfach so machen. Wisst ihr? Noch. Manchmal stelle ich mich glatt an. Bin ich wahrer Meister drin. So, so müsste gerade sein. Und so ist eins soweit. So passt's. Zack, hier auch bis ans Ende. So. Und wo kommt der Spaß wieder hoch? Hier. Wir wollen eigentlich fix von hier oben machen, oder? Brauchen wir nur zwei Förderbandfusionatoren. Da rein, da raus. Da rein, da raus. Zack, zack. Zack, und dann können wir das gleiche hochholen. Ach komm, ehrlich. Das probieren wir anders. Wände. Durch das. Das wäre echt ätzend, wenn das jetzt wegen so Mühe nicht klappt. Das wäre absolut abgefuckt. Ne, das ist falsch rum, Keule. Ja, lässt auch nicht zu. Nicht genug Freiraum. Echt jetzt? Wegen so einem Müh? Das ist ja richtig nervig.
Wir machen mal so. Und klatschen da einfach den Fusionator ran. Das klappt nämlich dann. Echt jetzt? Ich kann da und da. Ah, ich habe noch einen Fehler gemacht. Scheiße. Der läuft jetzt falsch rum, der Lift. Gut. Machen wir mal einen Stolperschritt nach mal hin. Erstmal kommst du weg. Und du kommst hin. Zumindest für den Teil des Jobs. So. Jetzt ist der Eingang. Sehr schön. Dann den Fusionator. So rum bitte. Ey, das ist doch scheiße. Genau der eine Mühe hier geht nicht. Dann machen wir das anders. Weg. Den Fusionator. Wieso ist es hier eigentlich schon wieder so stockfinster, ey? Ja, wir machen es einfach ein weiter nach hinten. Und dann geht das. So, so. Das kommt weg. Und da kommt noch einer ran. Dann setzen wir den dahin. Und du gehst da ran. Und dann sollte das. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Das gleiche Problem wie vorher. Da muss erst ein Förderband ran, sonst passt das nicht. Das müsste man irgendwie noch ändern können, das wäre echt gut. So, bis dahin. Dann können wir hier auch gleich noch einen weiterziehen. Und hier auch. Die Förderbänder alle weg. So. So, so, so. So, so mit O. So, dann kommt der hier hin. Was ist denn dein abgefucktes Problem gerade? Wie rumläufst du? Bin ich doof? Wieso läufst du schon wieder? Weil ich das Band wieder weggenommen habe. Ich Vollidiot. Oh, meine Güte. So, abrennen wir jetzt. Meine Fresse, nur eins. Müller, stell dich nicht so glatt an. So. Und jetzt kommt das aber hin. Gut. So, jetzt machen wir das, was wir eigentlich machen wollten. Jetzt mal alles wieder abreißen. Und jetzt kommen die Glasfundamente hier nämlich rauf. Ja, da sind jetzt schon Bänder dran. Die müssen nochmal einmal kurz ab. Zack. So bitte. Dann können die auch wieder hierher. So. So. Und. Na. Und so. Und euch ziehen wir jetzt hier einfach wieder. Denn diese Fundamente haben keine Kollision mit diesen Streben. Das ist total gut. So. Du kannst jetzt erstmal weg. Und so. So, jetzt können wir hier rangehen. Wir können hier rangehen. Und dann haben wir diese Bänder nämlich einfach ganz stumpf in den Boden eingelassen. Easy peasy. Hier machen wir das gleiche. Auf der richtigen Seite aber. So. Und hier gehen wir bis nach hinten ran. Na. Oh. Komm schon. So. Und so. Jetzt hat mich glatt eine Mücke gestochen. Ich kotze, ey. Zack. Und dann haben wir das erstmal fertig. So. Ich überlege gerade, ob ich die Wand da wirklich haben will. Ich glaube, ich will da solche Wände haben. Ach nee.
Die haben halt keinen Durchlass, ne? Mit zentraler Tür gibt es die ja nur. Aber es geht ja trotzdem. Die sind ja nur mittig. Obwohl. Nee, für die Förderdinger lasse ich die. So. Und jetzt, zip, nehmen wir die weg. Und nehmen wir die weg. Und dann haben wir, tada, gläsernen Boden. Mit Förderbändern, die man sogar irgendwie sieht. So, scheiße. Ah ne, brauche ich nicht. Hab ich ja da. Dann kommen da meine Wände wieder ran. Zap. Ach, komm schon. So und so. Das gleiche machen wir hier drüben. Dann haben wir das schön sauber, ordentlich oben an der Decke lang gelegt. Und irgendwie sieht das mit dem Gelb dazwischen dann doch kacke aus. Aber das bleibt jetzt so. Halt beschlossen. So. So far so gut. Wir haben hier Kupferblech. Was braucht man noch? Nur noch Plastik, ne? Nur noch Plastik. Wo kommt denn das Plastik her? Hab ich da etwa was in meinem grandiosen Plan vergessen? Fick damit. Eigentlich müsste das Plastik hier doch sogar schon zugeführt werden. Das habe ich da soweit schon fertig. Oh Gott, ich verlaufe mich in meiner eigenen Halle, glaube ich. Ja, tue ich. So, Kohle, Kupfer, Eisen, Müll. Auch gut. Weg und weg und Stahl. Ne, Stahl nehme ich mit. Oh Gott. Die muss ich auch noch wieder anschließen. Das wäre eine gute Idee. Dahin und dahin und dahin. Soll ich das auch erstmal wieder laufen? Sehr schön. So, von wo kommt denn jetzt hier Plastik? Von da. Komme ich hier gerade irgendwie hoch? Ich glaube, ich habe eine Leiter auf der anderen Seite. Ja, super. So. Von hier soll dann irgendwann irgendwie Plastik kommen. Das heißt, du gehst eigentlich hier ran. Die anderen beiden werden, also eins wird hier lang geführt. Zack. Damit ist das Band dann erstmal voll. Und du musst irgendwie anders da reinkommen. Das ist ein bisschen asig, oder? Oh, ob wir das hier mittig lang kriegen? Das wäre cool. Das probieren wir mal einmal. Dafür brauchen wir eine Wand. Ein Gehweg. Angebaut. Ne, nur hier unten. Natürlich, weil ja klar. Na gut, nie so wild. Hier hoch. Und dann ein Gehweg. So und so. Der weg und das Fundament kann auch weg. Und dann haben wir hier auf der Hälfte ein Fundament. Und da können wir jetzt rein theopraktisch das hier machen. Nö, das sieht doch erstmal gar nicht schlecht aus. Und dann können wir mit dem Band bis hier wahrscheinlich. Ah Gott, ein kürzer. Ich mag das mit diesen halben Fundamenten, ne? Also, das ist echt eine ziemlich geile Idee vom Yoshi gewesen, muss ich wirklich sagen. Ach, sauber. So. Dann haben wir das hier auf halber Höhe. Du kommst nochmal weg. Und, oh, es passt sauber dadurch. Das ist ja der Wahnsinn.
da kommen wir nicht durch. Das ist ein bisschen schade. Ist es Kollision? Ja, es hat Kollision. Nee, es hat keine Kollision. Kann ich damit leben, dass da kein Loch ist? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich das kann. Machen wir einfach mal so. Ja, der Fördermast wird ein Problem, ne? Aber gut. Gucken wir, wenn es soweit ist. So. Einmal hier ran. Und dann gucken wir doch mal, wie weit wir kommen. Ja, perfekt. Ne? Und dass das da denn dicht ist, sieht man nicht mal. Das ist ja der Wahnsinn. So, hier hinten die Wand wird dann problematisch. Obwohl, nee, gar nicht. Wir gehen ja hier hoch. Wir gehen ja hier hoch. Das heißt, ich müsste... Wäre das richtig? Das kommt weg. Und dann wäre das die richtige Höhe. Fundament muss weg. Und dann kommen wir da sogar hoch. Wie gut ist das denn? Und dann kommen wir bis da. So. Wir gehen nochmal hier hin. Dann gebe ich... Das ist ja der Shit, ey. Oh, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Dass das hier so schön begrenzt. Sieht sogar ganz cool aus. Ich glaube, die lasse ich sogar stehen. Nett. Was man so auf dem späten Abend noch findet. Gucken wir mal. Ich glaube, ich baue die hier auch noch ein. Zack. Zack. Gibt dem Ganzen noch einen ganz coolen Flair eigentlich, oder? Machen wir hier hoch. Ja. Das ist nicht die Uhr, mit der man arbeiten kann. Gefällt mir. So, dann können hier nämlich auch wieder die Türen rein. Zack, zack. Das kommt richtig gut. Diese Kackmücke, ne? Scheiß. So. Das heißt, wir können jetzt hier nach oben. Und stehen dann hier theoretisch vor dem nächsten Problem, das aber eigentlich keins ist. Wo kommt denn jetzt das Plastik? Das müssen wir jetzt mal gucken. Hab ich hier noch Leiter? Leiter, Leiter, Leiter. Holen wir eine Leiter da hoch. So. Und. So. Soll reichen. Hoffentlich. Jo, reicht auch. Okay, von hier kommt das Plastik. Jetzt ist die Frage, will ich das Plastik hier lang haben? Oder will ich das auf dieses eine separate Band hier verlegen? Was, glaube ich, fast cleverer wäre. Dann führe ich das nämlich hier gleich lang. Ja, ich verlege das Plastik. Das kommt hier hin. Hier kommt der einzelne Ausgang. Und du kommst dann darüber hin. So, verfolgen wir erstmal Plastik, Plastik, Plastik. Kriegen wir dich noch irgendwie umgelegt da drin? Ich meine nicht umgelegt im Sinne von erschossen, sondern von anders verlegt. So. Das können wir schon mal machen. Boah, jetzt noch vor Augen haben, wo ich gerade... Ach ja, das mittlere. Genau, du musst nach ganz außen. Das wird doch wieder Frickelei bis zum Abwinken. Kriegen wir dich hier überhaupt dran?
Ja, doch. Das da weg und das da weg. Das weg und... Ach, das ist ein Eingang. Scheiße. Nee, das kriegen wir ohne weiteres nicht da drüben rüber. Mist. Ne, weil aus der Richtung kommen nachher Computer und die schweren modularen Rahmen. Und das kommt nun mal von da und geht dann halt nach hier. Jetzt das hier wieder anschließen. So, und dann fließt hier wieder Plastik. Wie meinen die es? Wie Mogides. Scheiße. Also ich könnte es halt hier drin irgendwie umswitchen. Wenn ich hier eh noch eine Wand drauf ziehe. Nehmen das mal weg. So, dann wäre das... Da und soll hier rüberkommen. Oh, nee, brauchen wir doch nicht. War Müller, mach's dir nicht so schwer, ey. Wir gehen einfach da mit einem Lift hoch. Und gehen dann so ran. Haha. Problem erkannt, Problem gebannt. Das war ja viel einfacher als gedacht. So. Muss auch weg. Das war ja easy peasy. Ah, Mann, ey. So, so. Dann du bist. Nicht hier. Ey, ich kann mich auch echt immer noch so glatt anstellen, ne? So, du da. So, dann haben wir hier Computer und die anderen Dinger. Da oben Plastik. Perfekt. Das kann weg. Da kann ich dann irgendwann Wände rausziehen. Wo fließt das ganze Plastik überhaupt? Ich meine, das ist jetzt hier schon komplett weg. Ist ja super strange. Boah, das finde ich immer noch genial hier. Könnte mich freuen wie Bolle drüber. Super. So. Jetzt haben wir hier natürlich zweimal Plastik, aber das ist nicht so schön. So, und einmal müssen wir noch rüberführen. Das heißt... Oh. Hier muss erstmal noch so eine halbe rüber. Dann bräuchte ich eigentlich noch eine halbe. Ja, so. Und dann bauen wir einfach die hier rüber. Aber richtig rüber. So, so, so. Dann haben wir da lang Gatter. Du kommst weg und wirst durch den hier ersetzt. So, dann haben wir das Ganze abgesperrt. Herrlich. Krieg ich hier jetzt noch die hier rauf? Ich hoffe es einfach mal. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Ab da nach oben. Die Höhe müsste stimmen. Yep. Und dann müssen wir hier noch irgendwie hochkommen. Ich habe Zweifel. Kann ich hier auf die Dinger bauen? Natürlich nicht. Okay, dann ziehen wir einfach einmal hier ein Fundament fix drunter. Und dann geht das nämlich. Boah, Frickel, 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 was soll denn das jetzt? Das wäre eine Nummer. So, so, so. Gudi. Die Höhe. Der hervorragend. Nicht. So, 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 so. So. Und so.
Und bitte sei die richtige. Nein. Ach komm, muss ich die echt immer wegreißen? So, jetzt. Ey Müller, du bist so gut. Ich muss mir echt eine Brille holen. Hier, so wie bei der. Na. Ach, fucking Autosave. Geh mir doch nicht auf den Sack. Jetzt sagt die Zeit. Die Zeit sagt, fast vorbei. Fast vorbei, fast vorbei, fast vorbei. Und wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben so wie nichts geschafft. Obwohl, nee, so schlimmartig. So. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt machen wir hier nochmal das gleiche wie da. Wir gehen hier mit dem Plastik rüber. Und ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich das da überhaupt wieder hätte hochfahren ziehen müssen. Weil eigentlich kann ich hier den Fabrikator, den Manufaktor direkt hintersetzen. Fabrikator. Ich glaube, ich mache das auch. Wie steht das hier? Ja, gerade ist anders. Ziehe ich das Ganze rum? Nee, ich will das nicht ganz rumziehen. Das ist Quatsch. Ich mach's am Ende doch. So. So. Bis hier. Und hier noch. Ah, wird ganz schön eng. Aber hier kommt auch der Turm zu Ende gebaut. Zack, zack. Warum ist da eigentlich kein. Warum ist hier keine Scheibe drin? Das ist eigentlich total dumm. Egal. Kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Irgendwann kommen da Scheiben rein. So. Bis dahin. Und dann. Dach drauf. Ja, so reicht von der Höhe her. Und dann muss das hier einmal. Bis ans Ende durch. So. Passt, Fackel hat Luft. Und dann. Quatsch, Wände. So. So. Ne, von hier nach da. Nein, zu flach. Okay. So. Ja, das passt. Sehr schön. Jetzt bin ich eins hoch. So. Und von da nach da. So, dann können wir das nämlich hier. Noch einmal rüberziehen. Zack. Und dann läuft das da einfach zusammen. Ich habe hier zwar eine ganze Menge Platz verschenkt, aber meine Güte, gibt Schlimmeres. Jo, muss ich schon wieder hoch. Wird die Leiter noch stehen? Wird die so schnell rausgeklickt? Ja. Au, das sind ja nur 5 Fundamente, dann sieht man die schon nicht mehr. Das ist ja ends frustrierend. Naja, gut. Sind wir mal nicht so. So. Dann fangen wir mal hier an. Da ist auch noch. Ach nein, nicht schon wieder. Es nervt so massiv, ey. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist. Weil eigentlich nehme ich nicht wirklich zu viel Strom ab. Ich habe immer eine kleine Spitze drin, okay, aber so, dass hier regelmäßig zu wenig wäre, ist es eigentlich nicht. So, bis hier. Und dann bis. Na. Na, 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 na. So, ja. Okay. Passt. Jetzt habe ich wieder ganz viel
Klassik im Inventar gleich, super. So und so. Dann können wir hier die Glasdinger drunter pappen. Hä, bin ich doof? Da. So. Und so. Wenn man das mittig hat, ist es tatsächlich nochmal doppelt cool. Weil es dann wieder durch diese Strebe läuft und noch mehr mit dem Glas eine wunderschöne Symbiose eingeht, nenne ich es mal so. So, 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 so. Machen wir es gleich soweit fertig. Geht gar nicht, die muss ich noch anders verteilen. Egal. Ganz egal. So. Von da her. Und hier. Jetzt bin ich an einem vorbeigelaufen. Da, da. Ne, die kann man übrigens danach auch noch schön weglöschen, dann sieht man die gar nicht mehr. Ne, dann fallen die quasi überhaupt nicht auf. So, damit kommt dann auch das Plastik. Und damit werden dann hier Platinen hergestellt. Und zwar. Brauche ich nicht 15? War das nicht so? Lasst mich lügen. Lasst mich lügen. Aktive Steuereinheit. Ich brauche. Ne, sogar nur 5. Oh, das ist ja. Das ist ja easy. Das heißt, Zielproduktion ist. Na, kriegt er nicht genau 5 hin? Dann eben nicht. So, 66,66666 Periode. Das heißt, ich habe sogar noch zu viel Kupferblech. Das wird ja hier immer besser. So, das bleibt noch. Das kann schon weg. So. So. Und dann kann das bis hier auf jeden Fall auch weg. So, das Ding steht. Man hat hier genug Platz zum Langlaufen. Das heißt, hier kann dann nachher alles angestöpselt werden. So, und ich hätte nicht gedacht, dass der scheiß Fabrikator hier so viel Platz braucht. Das ist ja unglaublich. Kriegen wir das irgendwie hin? Ja, ich krieg hier. Ja, ist ja super gut. Ich kann hier einfach 2 hochsetzen. Na, Wände. So. Und das müsste doch eigentlich. Ja, genau abschließen. Wie gut ist das denn? Klick, klick. So, dann sind die dran. Und dann kommen hier hinten. Ne, der braucht alle 4, ne? Ja. Das heißt, ich brauche hier auch nochmal. Klick, klick. Klick, 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 klick. Wir sind die Jungs aus Schönebeck. Ich wollte gerade sagen, wieso klickert das zweimal? So, das heißt, ich hole von da hinten doch noch mehr rum. Und dann hat er hier nämlich richtig schön sauber Zufuhr. Das gefällt mir. So, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir sind schon drüber. Vermaledeit noch eins. Hier sollte eigentlich kein Plastik mehr drauf liegen. Habe ich genug Platz im Inventar? Ja. Dann sammeln wir das jetzt einmal ganz flugs auf. So viel sollte es gar nicht sein. Hoffe ich. Wisst ihr was? Ich glaube, so geht es dann doch schneller. Hey. 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 Komm. 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 So ist fein. So. Einmal volllaufen lassen. Und abreißen. Und volllaufen lassen. Und abreißen. Meine Güte, da liegt mehr drauf, was ich dachte. Da wäre ich ja morgen noch nicht fertig gewesen. Ah, da ist der Rest. Guck mal einer an. Zack.
So, den Teil können wir dann wirklich per Hand aufnehmen. Ey. So, Band leer. So, also der erste ist noch ganz easy. Den... Was ist jetzt? Willst du mich rollen? Echt jetzt? Muss der ein weiter nach hinten? Ich weiß nicht, ob das klappt, aber okay. Wir werden sehen. So, dann kommst du. Ach komm schon. Ich nehme die mal nochmal weg. Zumindest für den Teil. So, dann die da. Den nehme ich auch nochmal weg. Das sitzt aber. So, und der Rest kommt von hier. Cool. Moment mal. Wo kotzt du das hoch? Theoretisch hier. Das heißt, wir brauchen hier auch wieder so eine halbe. Ja, machen wir dann auch gleich fertig. So viel Zeit lassen wir uns dann noch. Organisation. Hier wieder so eine Wand. Aber auf der Höhe bitte. Zap, zap. Einmal runter. Einmal dahin. Den zu Ohr, bitte. Passt das mit dem... Ja, das passt genau, glaube ich. Ah, scheiße. Man sollte das Ding richtig an die Wand setzen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Na, ein bisschen Glück und Frigge und... Na, 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 na. Komm schon. Ich habe es gesehen. Genau. Das geht. So. Das kann dann auch weg. Und dann... Oh Gott. Perspektive. Perspektive. Oh, auf Anhieb ist ja super. So, dann kommt das von da. Dann gehen wir wieder einmal rum. Verrat mir mal einer, warum ich da nicht gleich den Leiter hingebaut habe. Niemand weiß es. Ah! Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. So. Love Forest. So. Das ist Ablauf. Ach nee, hier muss ja der rum. Mist. Mist, Mist, Mist. Ach, ich brauche hier den Platz. Tut mir leid, da muss ich mir was anderes überlegen. Geht so nicht. Pech gehabt. Ich könnte es nach da einfach überlegen, oder? Eins da und fertig ist. Ja, ich kotze es noch darüber. Am Ende auch nicht so wild. Das kommt dicht. Du kommst hier hin. Ist jetzt, ja, du musst hier natürlich ran. Sonst geht das nicht auf. So. Und so. Oh, das mit diesen halben Fundamenten ist echt der Shit. Aber absolut. So, und dann fehlen von hier noch nur noch die adaptiven Kabel. Die dann hier außen rum ballert werden. Ihr müsst tatsächlich ein weiter nach hinten. Sonst geht das nämlich nachher alles nicht auf. So. Ja. Der kommt da rein. Ja, das füllt sich nachher mit. Das ist nicht das Problem. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht. Nee. Muss dann nochmal weg. Zack. Und du läufst nach hier und danach da. Das heißt aber auch, dass der andere Zulauf hier auf die Seite muss. Obwohl, wartet mal. Die kann ich da sogar von hier hinten holen. Die werden doch hier auch produziert. Warum mache ich mir das so schwer? Ja, hier sind doch die Fabrikatoren auch.
Warum mache ich mir das so schwer? Das heißt, hier kommt so ein Ding hoch. Und dann ziehen wir das hier einfach weiter rüber. Zack, zack, zack. Das heißt, ja, hier können wir weiter diese Fenster hin. Und da oben kommt der hier. Hier kommt der. Hier kommt zu. Und dann machen wir einfach da hoch. Und schon ist das gut. Und dann habe ich hier gar kein großes Gewurschtel. So, ich weiß, wir haben jetzt überzogen, aber dafür ist es jetzt auch gleich fertig. Ne? Die restlichen Sachen werde ich dann mal offline nochmal anschließen. Ne? Wird das alles nochmal schick machen. Und das Ergebnis seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge. So leid mir das ja für euch tut. Ne? Aber diesmal geht es leider nicht anders. So. Psst, wie viel Plastik ich da jetzt schon liegen habe. Völlig grundlos. So, du bist noch hier. Bist du gerade sein? Ja. Passt. Ah, genau. Und du gehst dann nochmal hier ran. Gut, das ist gleich angelassen. Und dann läuft das. Wieder abreißen. Glas hinsetzen. Und Feuer frei. Und sitzt. Perfekt. Und dann ist das Ganze tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, fertig. So. Ach nein, ich war ein Idiot gerade. Bäh, verrutscht. Das wollen wir auch nicht. Komm her. Denn da war nochmal ein Denkfehler drin, aber ein ganz gewaltiger. Jetzt kletter hoch da. Voll raus. Das geht ja gar nicht dahin, das geht ja nach hier. Das geht ja nach hier. Nochmal weg. Möchte ich hier nicht anschließen. Entschuldigung. Bäh. Läuft das gerade? Nee. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Okay. Du musst dahin und dann müsstest du auch nicht gerade laufen. Na, ganz toll. Essen wir weg. Weg, 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 weg. Und dann hier sauber drauf. Alle mal weg. Und dann solltest du aber gerade laufen. Ja. Sehr schön. Nochmal weg. Wieder hin. Alles wegen ein bisschen Optik, oder? Scheiß noch eins. So, dann hier unten ran. Da hoch. Und dann sitzt das. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Und du musst dann. Ich bin noch bekloppt hier, ne? Ja, und ganz viel Plastik im Inventar. Ist ja auch schön. Das alles nochmal weg, damit das nicht zu voll läuft. Und ich ziehe einfach erstmal das Band hoch, bevor ich hier noch mehr rumkasper. Nee, doch, hier innen kommt das lang. Ist schon richtig, dass nach hinten kommt. Gut. So, nur dass ich hier drunter jetzt nochmal wieder Fundamente bauen muss. Bah. So, falsch rum. Das muss er denn gar nicht mehr. So, dann muss ich hier nochmal auf halbem Weg bauen. Das ist ja asig. Organisation. Ja, wo am Ende ist egal. Ja. Zack. Dann die hier nehmen. Hier den Eingang hin. Oh. So. Und jetzt aber. 5.
Gucken wir mal hier durch. Ich glaube, das geht am besten. So. Den da hier? Ja, schön. Auf Anhieb getroffen. Das war super. So, nichtsdestotrotz muss ich jetzt... Tja, das ist der Nachteil. Nimm mal einen Radar, stehe gerne mal auf die Bänder dann rauf. So, einmal weg. Und dann zimmeln wir das hier nochmal fix hin. Ja, das muss ich nochmal weg. Jetzt geht mir doch nicht echt auf den letzten Meter noch das Dings aus, oder? Das wäre ja erstmal asig. Oh, noch eins weg. Wirklich. Der Stahlbeton. Es ist zu spät. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich will jetzt fertig sein. Ich will, dass das Ding steht, verdammte Axt. Und dann will ich endlich Aluminium haben. Und richtig kotzen, wie ich mir hab sagen lassen. So. So, und dann müsste das so gleich rangehen. Aber na, immerhin. So, jetzt reißen wir die ganzen Bänder wieder weg. Zum Fünft. Läuft das schief? Och nein. Blöder Denkfehler. Ein ganz blöder Denkfehler. Hier muss natürlich ein Fundament tiefer. Gut, Organisation. Gehwegplatten. So. Fundament. Daneben. Das weg. Das da drunter. Das weg. Das weg. Wende die hier. Aber bitte richtig rum, dass ich wieder nicht sehe. So. 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 Ich hoffe so. Aber sieht erstmal gut aus. Na komm. Aber der Rest bleibt zum Glück passig. So. So. Achso. So. Und. So. Und. So. Und. Geschafft. Meine Güte, schwere Geburt. Dabei stand hier oben gar nicht mehr so viel. Aber mit dem Zufuhrsystem war ein bisschen tricky, ne? Ich habe sogar noch genug Stahlbeton am Ende. Perfekto. Schön. Dann kommt... Ey. Der Scheiß hier kommt weg. Brauchen wir nicht mehr. Naja, gut. Naja, gut. Was kommt von da noch? Was kommt denn von da noch? Was kotzt du aus? Du kotzt die Platinen aus. Hab ich jetzt die Platinen... Oh, Leute. Alter. Das war der Falsche. Hier hätte es abgemusst. Der hier war ganz richtig. Der muss natürlich dahin die Platinen liefern. Oh, ich sollte aufhören. Ich sollte das lassen. Ja. Hier wäre richtig gewesen. Glückwunsch, Händler. So, wie viel Mal mache ich das jetzt? Ich meine, Wiederholung übt ja, ne? Habt ihr das gleich 5-mal gesehen, wie man es nicht macht? Beziehungsweise, wie man hier diese halbseidenen Dinger setzt. Wände... So rum. Lift hoch. Wahrscheinlich gleich zu hoch. Naja, ich habe den anderen zumindest stehen lassen. So,
Dass man mich da nochmal abziehen kann. 1, 2, 3, 4 Striche. 1, 2, 3, 4 Striche. Und auf volle Höhe. Habe ich mich nicht gerade noch gefreut? Gut. Theoretisch. 1, 2, 3, 4 Striche und volle Höhe. Würde da jetzt noch ein Förderbett rüberlaufen und das wäre alles schickimicki und ja. Aber heute nicht mehr. In der nächsten Folge verspreche ich euch, zeige ich euch das Endergebnis. Mehr oder minder sieht es ja jetzt schon, ne? Das ist von der Sache her alles angeschlossen. Stellt euch vor, es geht darüber, stellt euch vor, es geht darüber und dann ist alles schickimicki. Ne, ich kann jetzt hier, das können wir uns noch, glaube ich. Wir ziehen hier mal noch einmal die Wände vor. Nicht so rum, ich sehe schon. Auch das sollte ich nicht mehr machen. So, so, so. Ja, müssen wir nochmal eine setzen. Geht nicht anders. Was? Achso. Ja, du bist jetzt natürlich im Weg. So. So. Und. So. Und. So. Und. So. Und dann haben wir es doch halbwegs schick. Ja, dann habt ihr wenigstens eine Vorstellung davon, wie das hier oben irgendwann mal aussehen soll. Da ist immer noch halb. Das ist schlecht. Weg. Das kann von der Sache her auch schon alles weg. Das auch weg. Irgendwann kommen hier noch schicke Wände hoch. Und dann ist das endlich fertig. Und wenn das alles fertig ist, dann gibt es Tier 7 in der nächsten Folge. Ist versprochen. Ich werde es nämlich schon anschließen, den ganzen Scheiß. Dann ist das fertig. Ich werde das vorproduzieren lassen. Und dann bringe ich den ganzen Scheiß da schon rüber. Und Anfang nächste Folge gibt es dann hier die fertige Fabrik. Und danach gleich ab zum Weltraumlift. Tier 7 und 8. Ich bin Ragnar Bertolsson. Ich bin müde. Ich bin kaputt. Ich sollte ins Bett gehen. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und ich kürze es ab. Schlaf gut. Bis denn. Reingehauen.